So, wir hören jetzt rein. Philly mit Battle Rap. Produziert bei Fafa und Sie fragen, warum Daminsky, machst du eigentlich kein Battle-Rap? Weil ich keine Zeile, nur auf Spaß kick wie ein Hackies-Hack. Wenn man Fahrrad fährt, sagt man Rad und ich kette lecker, Digga, ich bleib bei der Wahrheit und mach keinen Hack-Mack jetzt. Ey, wie meine Oma sagt, mach mal keinen Hack-Mack jetzt. Ja, das Leben, das ihr führt, ist so... Wie meine Oma sagt, mach keinen Hack-Mack jetzt hier, ja? Auf jeden Fall, nicer Beat, schöner Einstieg, schöne Reimkette auch, ja? Und natürlich auch nicer Basketball-Sweater. Bleib bei der Wahrheit und mach keinen Hack-Mack jetzt. Hey, wie meine Oma sagt, mach mal keinen Hack-Mack. Alter, was ist das denn für ein riesen Mikrofon? Also hier, ne, mit den... Eieiei, der Interviewer da, der hat aber... Der hat sich schon eine halbe Telefonzelle gegönnt, wa? Jetzt, ja, das Leben, das ihr führt, ist das zum Verwechseln echt. Aber nur Fassade, die ihr pflegt und die Flächen deckt. Und wenn keiner echt ist, könnt ihr euch bitte battlen jetzt. Alle trappen jetzt, alle sind so trendy, alle... Naja, man kann aber trotzdem noch die Kunstfigur battlen, so gesehen, ja? Und, naja. Wünschen sich ein dickes Video mit Bentley. Alles dreht sich nur um Klicks, Follower und dies, das. Für mich geht es nur um Gefühle, die ich auf Beats pack. Spiel euer Spiel. Das war echt eine nice Aussage, Alter. Das war echt nice. Mit, obwohl ich nicht ins Team pass. Folge nur natürlichen Trieben, wenn ich Musik mach. Ey, man sieht das und man hört es echt raus. Alles kein Witzki, wie wenn Dirk hier auftaucht. Digga, was? Kein Witzki, ja, wenn Dirk hier auftaucht, ne? Dirk Nowitzki. Jeder fragt mich, warum machst du eigentlich kein Battle Rap? Und ich sag jeden Tag, Digga, weil ich keine Zeile, nur aus Spaß kick den Hacky-Sack. Also mach ich, was ich mach. Ja, bleib mir immer treu und noch der King in der Stadt. Du kannst sagen, was du willst, aber es stimmt, was ich sag. Nur behinderter Kack, also find mal sowas. Hey, ich komm genauso ein. Ey, der Beat gefällt mir, ist so ein bisschen modern auch, ja. Und die Hook ist geil, Alter. Schöne Mischung aus modern und noch ein bisschen oldschool auch. Ja, von den Reimen her. Wirklich top. Die Hook geht auf jeden Fall gut ins Ohr. Das Video sieht auch sehr, sehr gut aus, ja. Schöne Farben. Auch hier zum Beispiel schön, dass der Fokus auf ihn liegt und der Hintergrund so schön verschwommen ist. Also, die haben auf jeden Fall noch eine gute Kamera hier dabei, ne? Entspannt wie dieser Break rein. Hol dir mal den Walkman, zieh dir mal mein Tape rein. Danach weißt du mehr, als dass ich einfach gerne Haze qualm, denn ich mache echte Mucke und nicht so einen Fake-Scheiß. Ja, ich mein, zum Lachen ist es schon gut, aber die sind wirklich so authentisch wie Politiker und dazu auch noch schlechte Schauspieler, so wie Tom Cruise. Deshalb gebe ich einfach nur einen Fick auf alle Kritiker. Ey, bin zwar nicht berühmt, aber schon zynisch. Ich komme in deine Cypher. Ich bin zwar nicht berühmt, aber schon zynisch. Ich komme in deine Cypher und. Bei dem Psychoanalytisch, nein, es gibt nur einen. Und dann Psychoanalytisch, ey, ja, Mann, egal. Geil, Alter. Das erinnert mich halt ein bisschen an das Battle von Lars gegen Drop, Alter. Ja. Da hat Lars auf jeden Fall auch diese Psychoanalyse rausgehauen. Die war aber richtig gut. Der das kann, den Typen, den begrüße ich, denn der Typ ist ein MC, steht auf der Bühne und ich fühle es, ey, was? Viel zu viele machen Kackmucke, Rap aus dem Brustkorb, dazu abgefuckt gucken, dabei sind die meist nur ein Imitat, schön erst Image Aufbau, danach in die Charts, YouTube, Menschen, wo ich frage, warum sind die Stars, Talent ist halt Fehler. Nein, Modus Mio, Bruder, Modus Mio. Platz genau wie Amis im Irak, oh ja, man sieht es, Leute, und man hört es, echt raus, alles kein Witz, wie wenn Dirk hier auftaucht, ey. Digga, was geht denn ab? Jeder fragt mich, warum machst du eigentlich kein Battle Rap? Und ich sag jeden Tag, Digga, weil ich keine Zeile, nur aus Spaß kick wie ein Hacky-Sack. Also mach ich, was ich mach. Ja, bleib mir immer treu und noch der King in der Stadt. Du kannst sagen, was du willst, aber es stimmt, was ich sag. Nur behinderter Kack, also find mal sowas, hey. Digga, was geht denn ab? Jeder fragt mich, warum machst du eigentlich kein Battle Rap? Und ich sag jeden Tag, Digga, weil ich keine Zeile, nur aus Spaß kick wie ein Hacky-Sack. Also mach ich, was ich mach. Ja, bleib mir immer treu und noch der King in der Stadt. Du kannst sagen, was du willst, aber es stimmt, was ich sag. Nur behinderter Kack, also find mal sowas, hey. Aber auch geil, ne, weil ich nicht einfach ein paar Zeilen kick wie ein Hacky-Sack, ja. Aus Spaß ein paar Zeilen kick so oder Alter, Spaß was kick so wie ein Hacky-Sack. Ist auch wirklich ein cooler Vergleich halt, ne. So, und eine super Hook auch dieses da-da-da-da-da-da, ja. Auch sehr nice betont, ja. Die Mische ist auf jeden Fall auch sehr sauber. Hört sich alles sehr, sehr schön an. Ist ein cooles Video. Ja, man kann es halt so sehen, warum man halt kein Battle Rap macht. Ja, also aus der Perspektive oder halt aus der Battle Rap Perspektive. Ja, dass man dann schon ein paar Sachen ankreidet, ne, die er da halt von sich gibt. Da merkt man einfach, dass er wahrscheinlich selber nicht unbedingt in der Battle Rap Szene so komplett drinne ist. Ja, also nicht drinne steckt so. Weil dann würde die Zeilen ein bisschen anders formulieren. Ja? Muss für den Stream hier so reichen. Kein Bock. Jetzt mal Punkt und Komma. Was? Nö. Bemühungen noch mit Bezahlung. Kappa.
So, wenn es nicht passt, Mr. Eichli, dort ist die Tür. Ja. Wie gesagt, zwingt niemand. Ja, ich zwinge niemanden, hier zu bleiben. Also. Und wenn ich zu viel laber und so, juckt. Also mich auf jeden Fall nicht. Ja, ich mache, was ich will. Ja, Mann, lass mal den Türspruch. Wie gesagt, kannst du auch gern durch die Drehtür, aber ich habe keine. Ja. So, Spaßvogel. Auf jeden Fall Philly, Alter, hier mit Battle Rap. Ich erzähle das mal so aus der Battle Rap Sicht, weil ich auch schon sehr involviert bin in der ganzen Szene so. Und da muss ich einfach sagen, Battle Rap ist trotzdem immer noch Sport, immer noch ein Kulturphänomen, ja. Es zieht mich halt immer wieder zu Battle Rap zurück, weil es einfach, ja, diese gemeinschaftliche auch da drin ist, ja. So, wenn man in diesem Battle Rap Kosmos drin ist, ja, dann versteht man sich ja auch mit allen so, weißt du, weil wir alle leben den gleichen Film. Das ist genauso wie, wenn man halt mit anderen Leuten cyphert oder mit anderen Leuten halt freestylt und so, ja, und die haben genau den gleichen Film, ja. Man ist genau in dem gleichen Film, genauso wie mit den Battle-Rappern, ja, die sind auch alle im gleichen Film und verstehen sich alle rum. Und es gibt ja trotzdem Beweise, so dass da auch, wenn man Battle-Rap gemacht hat, trotzdem auch nice Mucke machen kann, ja. Und nicht jeder Battle-Rapper halt auch ein Character ist, ja. Also nicht jeder Battle-Rapper ist so gesehen ein Image-Rapper, ne? Guck doch mal zum Beispiel, ich würde jetzt mal so als Beispiel nehmen, überleg jetzt gerade mal ein bisschen. Mars B würde ich jetzt, weiß nicht, dann macht ihr mal den Schurken so, ja, kann man schon ein bisschen sagen. Aber zum Beispiel Falk, ja, Jacobi, ist jetzt auch kein unbedingten Image so gesehen, ja. Oder, wen könnte man da jetzt eigentlich meinen? Da gibt es schon ein paar Leute. Hier, warte mal, bestes Beispiel ist der gegen Finch gebettelt hat. Clap, ja. Clap zum Beispiel, überhaupt gar kein Image, ja. Genauso wie ein Lars. Lars, gar kein Image. So, und trotzdem geil, Alter. Also, da kann man natürlich auch viel gegen sagen. Ey, das ist natürlich überspitzt, ja. Also, Diabolo, Freeboss Gamer, ja, das. Falk und Jacobi jetzt außerhalb von Battles Mütter und Väter ficken, ja, und schwul sind und was weiß ich was, ja, selber so dahingestellt, glaube ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall weniger Image, es ist mehr künstlerische Freiheit, ja, dass sie halt auf der Bühne halt Sachen sagen, die sie vielleicht so halt nicht sagen würden, was sie halt so im Battle halt bringen, ja. Und da ist jetzt aber jetzt nicht so, dass sie jetzt ein krasses Image, so ist ein anderes Image, würde ich sagen. Wenn du das jetzt vergleichst mit Finch zum Beispiel oder mit Mighty oder vielleicht auch mit Cynic, ja, das ist auch wiederum komplett was anderes. So. Und Lars ist halt komplett gar kein Image-Rapper so. Auch wenn er jetzt mittlerweile sich kleidet wie Shindy und so, ja, und jetzt voll so in dieser Ecke ist er ja trotzdem immer noch sich so an sich treu geblieben. Er ist immer noch kein Image-Rapper so. Ja. Aber man könnte sagen, es ist trotzdem eine Art Image. Ja. Aber es ist trotzdem was anderes als wie jetzt so ein Finch-Asozial. Ne? Heute jetzt Finch. Oder ein Mighty oder ein Cynic. Ne? Clap. Gar kein Image. Lars, gar kein Image, ja. Und da gibt es halt auch nicht so viele Leute, das stimmt schon. Wer schreibt nicht für Shirin David hier? Lars schreibt momentan, ja, keine Ahnung, wer nicht für die schreibt, aber Lars hat auf jeden Fall schon einige Sachen geschrieben. Ich glaube, der hat auch mal was für Flair geschrieben und so, glaube ich auch. Keine Ahnung, da gab es ja auch schon mal so Sachen, die da gesagt worden sind. Savasch auch. Lars schreibt gute Texte für andere. Aber schlechte Alben für sich selbst. Naja, schlechte Alben würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja? Zum Beispiel auch hier, sagen wir mal hier, also Lars auf jeden Fall,
hat ja auch jemand anderes hat ja auch die ganze Zeit immer hier Takt 32 schreibt jetzt auch sehr viele Sachen für andere. Habe ich jetzt auch schon mal mitbekommen. Also in der Deutschrap-Szene ist es ja sowieso gang und gäbe, dass da jetzt andere Leute für andere Leute schreiben. Ja, das halt im Hintergrund. So, Takt 32 hat auch für Flair geschrieben und so. Die sind ja auch miteinander vernetzt, cool miteinander und so. Ich feiere seine Freestyles und Battles, die Alben aber gar nicht. Freestyles sind echt lange her noch von ihm. Und die Alben sind nice. Er ist als Charakter halt einfach uninteressant. Ja, ist halt kein Image-Rapper, ne? Geschmackssache. Ist ein Snagger-Pilat, ja? Snagger und Pirat. Ja, Snagger und Pilat waren auch Image-Rapper. Obwohl das, was Snagger eigentlich danach gemacht hat als Onkel P, ja, Onkel Pillow, war auf jeden Fall kein Image. Das war dann eher schon etwas, ne? Farid ist auch kein Image, doch, Farid ist hundertprozentig Image. Farid hat aber auch übel zum Ohr halt. Aber Farid ist auf jeden Fall Image. Das ist schon ein bisschen überspitzt auch, was er da darstellt. So, Philly mit Battle Rap, produziert bei Fafa und Kaminski AD. War auf jeden Fall sehr nice. Hat mir gut gefallen, ja. Da will ich mal vielleicht mal ein bisschen mehr hören. Auf jeden Fall. Ja, man, Feuer über Deutschland war geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich würde auch sagen, so Greg Pipe zum Beispiel hat mir auf Tracks so, weil war ich nie so warm drin, so, weißt du, so Tracks halt von Greg Pipe. Ich glaube, die sind auch nie so hängen geblieben bei mir. So, er hat, glaube ich, mit Disaster, glaube ich, auch einen Song gemacht mit Morlock Dilemma. Aber die habe ich nie so, ich habe schon ein, zweimal gepumpt oder so, ja. Aber ich war nie so, dass ich das so die ganze Zeit halt gepumpt habe und so, ja, man, geil und so. Weiß nicht, also, aber Greg als Battle-Rapper so, ja, das habe ich dann halt immer mehr gefühlt, ja. Aber Fahrt, Alter, Fahrt gegen Bent ist ein Legenden-Battle auf jeden Fall. Aber das ist schon übel, wie Fahrt ihn einfach auseinander nimmt. Und danach hat er noch diese ganzen Zeilen, die er da gebracht hat, hast du die dann auf dem Album wieder gehört. Ja, man, Greg Pipe hat sogar theatralisch immer geliefert. Ja, man. Auch mit Basic zum Beispiel, ne? Haben die auch ein richtig Legenden-Battle gemacht, ja. Rest in Peace auf jeden Fall. Gegen, sag mal schnell, man, mir fällt der Name wieder ein. Besser und Battleboy Basti. Das war auch richtig krankes Battle, ja. Es war eins der geilsten Matches. So, ich schreibe mal hin hier. Schön ist auch mal aus einer neutralen Perspektive. So. Nice. Kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut reinziehen.